Hallo und herzlich willkommen, ich bin IPNX und ich begrüße euch zu einer neuen Loot Chest. Und ja, die ist letzte Tage angekommen. Was heißt letzte Tage? Gestern ist sie angekommen. Wenn ihr das seht, war das Freitag. Und ja, ihr seht das jetzt am Donnerstag und ich mache die mal auf. Und genau, ich hätte noch ganz kurz was vorher ab. Und zwar mit dem Code IPNX15 könnt ihr 15% im Loot Chest Store oder allgemein bei Loot Chest sparen. Wenn ihr ihn benutzt, würde es mich sehr, sehr freuen. Und ja, gibt es aber auch noch einen Instagram-Post zu. Und ja, ich denke, ich werde auch noch einen kleinen Trailer basteln für YouTube. Aber das war es erstmal davon jetzt. Und ja, wir machen es wie immer. T-Shirt an die Seite und dann wartet schon das erste auf uns, und zwar Spiegel. Das sind 4 Metalluntersetzer von Resident Evil. Die finde ich sehr geil, die werde ich hier benutzen, weil ich habe nämlich immer Ringe von meinen Getränken hier auf dem Schreibtisch. Und bei meinem neuen wollte ich das auf jeden Fall vermeiden. Einmal das Umbrella-Logo und einmal das Raccoon City Police Department Wappen. Auf jeden Fall sehr geil. Zack, zack. Weil ich habe hier eigentlich immer viele Getränke stehen. Passt rein. Passt. Finde ich super. Oh, Entschuldigung, voll verschluckt. So, dann haben wir ein Marvel Trinkglas. Das finde ich auch. Es ist schlicht, es ist einfach das Marvel Logo. Aber halt sehr, sehr geil. Und es ist echt schwer. Also muss ich echt sagen. Auch sehr, sehr dick, gefällt mir sehr gut. Das spüle ich gleich und dann ist das eins der Gläser für hier unten. So, dann haben wir den Magic Stone. Es wird Bubblegum. Das sieht aus wie ich weiß nicht, das sieht ein bisschen nach Lakritz aus. Ich werde es mir später mal probieren. So, was haben wir jetzt hier? Star Wars Stickerbook. Okay. Daraus können wir auf jeden Fall irgendwo eine coole Star Wars Stickerbomb machen. Mal gucken, wo wir das dann hinpacken. Also, kann ja mal. So. Ja, noch ein bisschen näher. So, zack. Dann war da Kylo Ren. Oh, das waren zu viele. Sorry. So, Stormtrooper. Und Rey, Finn und so. Und Chewbacca. Finde ich auch sehr nice. Dann haben wir hier ein Super Mario Bros. Puzzle. Werden wir auf jeden Fall mal im Stream puzzeln. 500 Teile, das wird nicht ganz so lange dauern. Finde ich nice, also ich mag Puzzle. So, was haben wir hier? Zauberwelt. Okay. Das werde ich mir später mal ganz in Ruhe zu Genüge führen. So, jetzt haben wir das T-Shirt noch. So, erstmal drehen. This is the way. Geil. Das ist wirklich mal ein saugeiles T-Shirt von The Mandalorian. Das ist geil. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist
wie ich finde, mit Abstand das geilste T-Shirt bisher. Safe etwas, was ich auch mal so anziehen werde. So. Da haben wir die Astrid. 35. Aus der Abteilung Marketing. Das mag ich am meisten an Luchest. Die abwechslungsreiche Umgebung mit täglichen neuen Ideen, Möglichkeiten in einem super Team. Ja. So. Dann kommen wir mal jetzt zu Dairylands. Kleines Poster. Zeitschrift Zauberwelten. Marktpreis gratis. Okay. Magic Stones. Mit ihrer einzigartigen Optik. Mit einer extra sauren Füllung. Oh ja, ich freue mich. Klebt die hier eine Seite zusammen? Ja. Ah, da, guck mal an. T-Shirt Mandalorian. Finde ich auf jeden Fall richtig geil. Dann das Super Mario Puzzle. Richtig cool. Marvel Trinkglas. Absolut richtig geil. Aufkleberset Star Wars. Sehr nice. Und dann als Plusgegenstand habe ich die Resident Evil Untersetzer bekommen. Und die finde ich auch richtig geil. Also ich muss echt sagen, die Untersetzer absolut richtig gut. Das Marvel Trinkglas sehr, sehr geil. Das Puzzle richtig nice. Die Aufkleber gefallen mir auch. Und ich muss echt sagen, super geile Box diesmal wieder. Und wenn ihr so eine auch haben wollt, Link unten in der Beschreibung und nutzt den Code IPANIX15. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und vielleicht habt ihr bis dahin auch mal selber eine und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Box haltet und was ihr von eurer eigenen Box haltet. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.